Ich habe aber hier noch mein Energy. Jetzt kommt da wieder rein. Dann machen wir einmal das Licht aus bei Strom. Gut, die Dinger nehmen jetzt nicht so viel Strom. Also verbrauchen nicht so viel, aber egal. Sorgt trotzdem für Wärme. Und Stromverbrauch. Weit von gestern. Dann können wir noch gemütlich ein bisschen weiterspielen. Weiß halt nur nicht, wohin mit meinen 30.000 Getränken. Also ich versuche nur noch eine Stunde zu spielen, dass wir dann FF14 spielen, aber ich weiß es noch nicht. Kann auch sein, dass wir das jetzt durchsuchen. Währung könnte man sich dann halt kaufen, ne? Also darüber. Motiv. Lieber das da. Dann könnte man auf das nächste gehen. Wir werden einfach dieses Katzenmotiv haben. Okay. Kaufgerichte, baut du Pass ab. Befrüchte auf. Ah ja, okay. Und wenn ich das hier mache, dann beginne Diskussionen. Kaufe Gegenstände. Ernte Salat. Naja, dadurch kriege ich dann halt so auch noch was. Okay. Ja, aber schön, es ist Schön, dich dunkel. zu sehen. Ja, ne? Ich wollte aber eigentlich Aufgaben. 10 Möbel. Ich bin ein Weg, das erste magische Tor in der mystischen Höhle. Ja, dafür brauche ich erstmal den blauen Stein. Sollten wir als erstes machen. Nach dem blauen Stein suchen. Wäre, glaube ich, am sinnvollsten. Das war einfach. Da ist er. Wie man ein Spiel so zersuchten kann, ne? Und ich bin hier eigentlich echt überhaupt kein Mensch, der hier diese ganzen Sammelspiele spielt, ne? Finde den Edelstein, der am besten passt, um die Aufgabe. Ach ja, okay. Das war einfach nur die erklärte Aufgabe. Weg die zweite magische Tor. Okay. Finde die richtigen Pflanzen, um sie anzubauen. Dann brauche ich dir nicht vor. Das brauche dann brauche ich dir nicht vorzukauen. Eine ist unterirdisch im Grund, die andere gold und braun im Hintergrund. Was übrig bleibt, ist rot und rund. Okay. Gehen wir nicht von aus, dass wir
Dimensionen, dann brauche ich dir nicht vorzukommen. Eine ist unterirdisch im Grund, die andere gold und braun im Hintergrund. Was übrig bleibt, ist rot und rund. Das heißt, Tomaten sind da bestimmt noch. Also Tomatensamen brauchen wir auf jeden Fall. Goldbraun wären Zwiebeln, oder? Schätze ich jetzt einfach. So, ich sammle erstmal wieder alles. Weil müssen einiges verkaufen. Das kann ich auch noch ausgraben. Aber ich finde es cool, dass sich die Zeit hier tatsächlich an die richtige Zeit hält. Also wenn es jetzt morgens wäre, würde dann ja auch die Sonne hier aufgehen. Finde ich mega cool. Hilfe. Da ist irgendwas runtergeknallt. Einstellung. Das hier sind dann halt echt einfach nur... Ja, okay. Das sind einfach nur die Spielanleitungen. Wir können aber mal zu Remy rein. Und was ist es? Schwarze Unijacke, geil. Hallo! Ist es das einzige Restaurant in diesem Dorf? Wow, ich schätze, ich bin nicht mehr in Paris. Das stimme ich jetzt nicht falsch. Es gibt hier viel Potenzial. Es braucht nur etwas Liebe. Und vielleicht eine komplette Renovierung. Aber du kannst mir dabei helfen, oder? Auf jeden Fall, ich liebe Essen. Danke. Es hilft, jemanden zu haben, der, du weißt schon, der große Meterschätzzentimeter mit groß genug ist, um die oberen Regale zu erreichen. Nee, das hier. Ja, genau. Aber es hat auch Vorteile, klein zu sein. Zum Beispiel kann ich durch ein Loch in der Wand klettern und die Tür von innen öffnen. Folge mir. Mal sehen, womit wir es zu tun haben. Yay! Voll toll. Rieche ich da etwa Rosmarin? Bonjour. Ich habe etwas für dich. Nein, leider nicht. Gelegte Ehring nach Arendelle-Art. Meeresfrüchtesuppe. Nee. Ja, die Tür ist nicht abgeschlossen. Wir sind ein gutes Team. Ja, ne? Wir sind ein gutes Team. Wow, das sieht halt einfach nur schön aus. Sieht einfach nur unglaublich schön aus. Ich hatte gerade die leckerste Mahlzeit. Remy hat sich mit der Speisekarte wirklich selbst betroffen. Er spricht davon, die Gerichte basierend auf all den verschiedenen Teilen des Tals zu erweitern. Okay. Oh, Madame Petit.
Wäre bei mir mega schön hier. Benutzen. Oh mein Gott. Grau-weiße Abendhandschuhe. Geil, hier kann ich... Oh mein Gott, hier kann ich Zutaten kaufen. Wenn Remy verärgert aussieht, bist du dabei, ein fades Gericht zuzubereiten. Wenn Remy glücklich aussieht, bist du dabei, ein köstliches Gericht zuzubereiten. Okay, wir machen einfach mal Lauch. Muschel. Und Weizen. Das sieht gut aus. Meeresfrüchte-Apparativ. Oregano. Machen wir mal rein. Ein bisschen Seetang. Wir machen einfach mal so komplette Meeresfrüchte-Ding. Meeresfrüchte-Platte. Also Remy ist bisher echt begeistert. Und wenn ich... Blaubeere... Banane... Gut, da passt der Rest nicht mehr zu. Und Weizen rein tue. Komm dann. Wir landen bei Cracker. Okay. Bei verschiedenen Früchten wird es dann wahrscheinlich wieder Obstsalat. Ja. Okay. Aber sagen wir jetzt mal, wir kaufen hiervon. Oh Mist, ich habe nicht genug Geld. Okay. Aber was habe ich denn als Aufgabe? Remy. Spreche mit Remy über das Restaurant. Ihr würdet ja gerne. Wo sitzt der eigentlich? Wo ist Remy? Hier drin ist er nicht. Taucht dann einfach nur auf, wenn ich da drin koche. Jetzt sind wir draußen. Oder auch nicht? Da hinten ist Remy. Bei sich zu Hause. Da, wo er hingehört. Später abends. Alter. Ja, wir verkaufen jetzt auf jeden Fall ein paar Sachen. Schön, dich zu sehen. Essen kann ich ja mittlerweile immer wieder zubereiten. Viertausend. Oh. Wir sehen uns. Einen schönen Tag noch. Verbesserung 500. Wow. Verbessern wir mal. Teuer wäre es dann. Sei gegrüßt, Nachbar. 1000. Na du. Vielleicht ein anderes Schön, Mal. Und wenn ich das hier ausbauen wollen würde... Einen schönen Tag noch! 10.000! Leck mich. Nein. Auf no way. Und bis bald. Mhm. Bis bald. Arrivederci. Ich habe aber, glaube ich, noch... da unten... irgendwo.
Sei gegrüßt, Nachbar. Mhm. 1000. Vielleicht ein andermal. Ich habe noch kein Problem damit Nur, zu laufen. Nur, dass du es weißt, ich habe ein paar neue Waren im Laden. Mhm. Das hier würde mich mehr interessieren. Sei gegrüßt, Nachbar. Das waren, glaube ich, auch 1000. Hey. Okay. Was gibt's denn hier? Hallo, Kumpel. Kaufen. Zuckerrohrsamen. Ja, komm, Zuckerrohrsamen holen wir mal. Kaufen. Kaufe Samen und schildernden Strand. Die brauche ich scheinbar auch für da unten. Huch. Und dann wären es wahrscheinlich noch Tomatensamen. Vermute ich jetzt einfach mal ganz stark. Haben wir. Nee. Nee, das ist nicht richtig. Egal. Ich lasse es trotzdem einmal kurz. Das ist für was anderes. Schade. Hätte mich aber auch gewundert. Das heißt, es sind dann wirklich Zwiebeln und Tomaten. Vermute ich. Zuckerrohr ist ja eigentlich gerade. So, dann kann ich das hier noch öffnen. Einen schönen Tag noch. Dann kann ich mich da wenigstens hin und teleportieren. So. Dann hoffe ich mal, dass ich noch ein paar Steine erwische. Wäre ja nicht verkehrt. Oh, ein Schildkröte hat Angst vor mir. Und blauer Stein. Dann will ich das einmal kurz ausprobieren. Wenn wir schon frei haben. Naja. Dann kann ich dahin porten.
Aufgaben. Das ist das mit Dekorieren, Hartholz, Seil, Lehm. Das dauert noch. Zuckerrohrsamen, Weizensamen. Stell das Spalier her. Gute Säcke. Faser, Seetang brauchen wir. Spalier, Weichholz. Okay. Weichholz. Kriegen wir hin. Weichholz ist hier Gott sei Dank noch eine ganze Menge. Da ist Seetang. Das sind nur blöde Steinchen. Noch nicht ganz so wichtig. Brauchen wir alles nicht. So. Verlier. Brauchen wir noch mehr Dingens? Faser 20. Und 20 Fasern. Ah, ne, 10. Dafür bräuchten wir das dann, okay. Ah, schön. So. Also, wir brauchen noch mehr Holz. Und dann auf jeden Fall noch diese Blümchen. Da ist noch Holz. Diese komischen Blümchen brauchen wir da noch. Diese hier. Und hier haben wir ganz, ganz viel. Warte, hier ärgere ich mich tatsächlich,
dass ich da die Samen da einfach reingesetzt habe. Da ärgere ich mich ein bisschen. Die hätte ich jetzt gebrauchen können. Die hätte ich jetzt halt brauchen können. Ich wüsste gerne, woher ich noch Tomatensamen kriege. Hey du! Huch, nee, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ganz bald. Dich wollte ich tatsächlich nicht mitnehmen. Sammeln. Nee, Sammlung. Zutaten. Man es kaufen kann. Am Strand scheinbar. Aber dafür brauche ich bestimmt die nächste Stufe. Vermute ich jetzt einfach mal. Wäre durchaus möglich. Sei gegrüßt, Nachbar. 2000. Auf Wiedersehen und bis bald. Okay. Hey, du. Verkaufen. Das. Okay. Und jetzt könnte ich. Hallo. Irgendwas war da gerade mit dem Kopf. Hey. Da mal verbessern. Tomaten. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Gut, dass ich nachgeguckt habe. Du. Kaufen. Ja, Goofy, freu du dich mal. Bis bald. Und ja. Jetzt wäre die nächste Frage sammeln. Nee, Zutaten. Es könnten halt Kartoffeln sein, ne? Weiter Tapferkeit. Das dauert aber noch dann, ne? So weit der Tapferkeit erst. Dann hier. Da brauche ich wie viel für? Jetzt komm schon! Unbedingt eine weitere Tapferkeit bewohnen. Das ist ein wunderschöner Ort. Entferne die Nachtdorn, die den Weg blockieren. Während zu spazieren. Okay, geht noch nicht! Und jetzt TV mit dir! Es gibt viel zu tun, viel zu tun! Ich brauche dafür erstmal noch mehr. Tut mir leid. Immerhin. Dann, bevor ich verpeile, weil ich kenne mich.
was nicht. Gold und Braun. Wahrscheinlich Zwiebel. Bei Kartoffeln kennen wir noch nicht. Kartoffeln kennen wir noch nicht. Ne? Hä? Echt? Schon wieder? Waren das schon zwei? Echt? Guck mal. Und. Nee, da. Ich kann sammeln und anbauen und. Probe. Nee, das geht nicht. Guck mal. Donutöhrchen. Drei, sechsfach Donutohren. Nein! Voll cool, oder? Und. Ich habe Ursula schon getroffen. Ah. Ursula, oh Ursula. Ich guck mal. Wunderbar. Ein Kroko mit Süßigkeiten auf dem Rücken. Da ist Ursula drin. Da. Hat sogar die Originalstimme. Also sie redet ja nicht, aber so die wenn sie okay, was willst du hier, sagt. So kleine Wörterchen. Gute Nacht. Ach, bis morgen früh. Träum was Süßes. Zufrieden. Juh. Also jetzt muss ich mich aber wieder richtig anziehen. Okay, warte. Was ziehen wir denn mal an? Könnt das hier? Das beißt sich zu sehr. Nee. Warte mal. Wir machen das mal weg. Wir machen das mal. Und. Oder das? Und das? Ja, passt. Wir können auch barfuß gehen. Aber wir können auch unsere Frisur mal wieder ändern. Ich ändere doch so gerne. Ich weiß nicht. Ich könnte mich stundenlang hier drin aufhalten. Das hatten wir schon. Nee. Ja, wir bleiben erstmal dabei. Achso, da ist doch was. Das hatte ich übersehen. Warum hatte ich das übersehen? Ursula ist an den Strand gezogen. Merlin ist besorgt, aber ich finde, dass es eine gute Sache ist. Wie das alte Sprichwort sagt, halte deine Freunde nah bei dir. Bei deiner gefährlichen Meerhexenpartnerin in nahegelegenen Höhlen, wo du ein Auge auf sie hast. Okay. Hallo, Ursula. Ach, da bist du ja. Okay. Ich glaube, sie hilft uns nicht so lange, wie wir
ihr nicht geholfen haben, ne? Nein, nicht nochmal rein. Oh. Raus. So manchmal. Jetzt gewittert's. Wie in echt? In echt gewittert's auch gerade. Dann wird's unheimlich. Weiß es, wo ich wohne? Ja gut, dann sammeln wir mal die anderen Sachen zusammen. Aufgaben. Weil dafür brauchen wir dann noch was anderes. Das ist das. Hartholz, Eisenbarren. Eisenbarren weiß ich bis jetzt noch nicht, wie man es hinkriegt. Dann erstmal das hier. Zuckerrohrsamen. Ist kein Problem. Kann ich noch welche holen. Weizensamen. Schön, dich zu sehen. Okay. Weizensamen. Weizensamen. Wo sind Weizensamen? Wo kriegt man eigentlich Weizensamen her? Sammlung. Zutaten. Weizen. Friedliche Wiese. Wächst in einer Minute. An deinen Namen. Zwei Weizen. Friedliche Wiese. Ich habe die ganze Zeit irgendwie Weizen bekommen und ich weiß bis jetzt noch nicht wie. Ansonsten. Warte mal, da sind sie. Na, wie geht's? Kaufen. Weizensamen. So. Er freut sich in Astab? Oh, ja. Segnet. Nein! Seh kein Scheiß! Faser, wir brauchen noch mehr Seetang dafür, ne? Möbel. Spalier. Herstellen. Direkt an mein Spalier spielen. Und dann noch gute Säcke. Erde und Fasern. Für Fasern brauche ich aber nochmal Algen. Und Erdhaufen. Nur wieder die Frage. Wann und wo kriege ich meine Algen? Sag mal, wenn ich jetzt hier... Kann ich dann Sand rauskriegen? Wahrscheinlich nicht. Ich mache einfach nur irgendwelche Löcher. Zum Leidwesen aller. Oh, auf jeden Fall ist mehr Erde. Viel, viel mehr Erde. Ich hätte nicht gedacht, dass ich Erde brauche irgendwann mal. Hab ich die ganze Zeit immer weggeschmissen. Ich hab wirklich Glück. Meine Nachbarn sind toll. Ja, ne? Zwei Stück.
Wenn ich jetzt noch Algen finde, wenn ich sie mal nicht zum Kochen verwendet hätte. Nein! Oh, scheiße. Verdammt. Ich mache einfach irgendwo irgendwelche Löcher, die da nicht hingehören. Algen. Brauche Algen. Wenn man wenigstens diese Löcher wieder zumachen könnte. Ich glaube, wenn ich angel, könnte ich eventuell noch Algen kriegen. Auf der anderen ist. Also auf der anderen Seite ist leider auch nichts. Hering. Hey, du! Okay, nee. Wir werden. Achso, ja. Das ist immer noch das Ding. Bis bald! Bis bald! Schön, dass Goofy da ist. Neu. Ja, toll. Ablegen. Hallöchen. Verkaufen. So viel Platz und trotzdem kein Platz für irgendwas. Ich habe einmal eine Alge gefangen. Einmal. Kann ich aber trotzdem einmal nachgucken. Sammeln. Zutaten. Lecum Oregano. Waden. Nee, das sind Edelsteine. Fischstein. Seetang. Friedliche Wiese. Ja, ich find's überall. Das grenzt es nicht ein. Das grenzt das Ganze nicht ein. Toll. Eine Garnele. Ich brauche keine Garnele. Ist etwas, ich habe aber nichts. Ich muss kein Gericht. Doch, das hier hätte ich. Reicht erstmal. Das ist die Frage. Bin ich einfach so angeln, ohne dass ich da. Ja. Donnerwetter! Sieh nur, was ich hier für tolle Sachen habe! Gut, ne? Ach, leck mich. Lecko.
Mach ich jetzt einfach mal unabhängig davon. Gut, ich krieg wenigstens meinen Seetang. So. Sag mal, hast du meinen Freund Donald da gesehen? Nee, ich hab Donald leider noch nicht gesehen. Würde ich gerne. Er ist mein Zeuschen. Aber dafür habe ich noch Kraft. Braucht viele Samen. Warte mal, habe ich Geld? Ja, ich habe ein bisschen Geld. Dann geh ich doch einmal ganz kurz zu Remy. Ich bin zu schnell mit dem Klicken. Boah, ich brauche noch 3000. 1000. Nee, doch. 1300 so viel. So ungefähr viel brauche ich. Butter. Kaufe ich einmal. Käse kaufe ich auch einmal. Salat. Lauf. Weizen. Und Zuckerrohr. Mal sehen, was das wird. Auch wieder Cracker. Ah. Okay, Hering. Butter. Oregano. Gegrillter Fisch. Den Tag brauche ich leider noch. Käse, Oregano, Mais. Was kommt dabei raus? Köstliches Gemüse. Okay, kann ich irgendwas davon... Cracker kann ich ihm geben. Er braucht Spinat. Er braucht Zucchini. Gegrilltes Gemüse. Okay. Du. Kosten.